Hallo, heute kann ich euch die Grubenlorchel vorstellen. Das ist diese hier. Kommt jetzt im Herbst bis Spätherbst vor, ähnlich wie die Herbstlorchel, und ist ein leicht giftiger Pilz, so wie alle Lorcheln giftig sind. Aber dieser Pilz enthält nur geringe Mengen an Gyrometrin. Der Geruch wird als pilzig angenehm beschrieben. Diese hier ist allerdings schon älter und hier schon von Schimmel befallen. Diese riecht modrig, unangenehm. Der Kopfteil ist bäulig, kann auch sattelförmig sein, ist in diesem braunschwarz bis grauschwarz gehalten und dieser Hut ist unregelmäßig gelappt. Die Unterseite kann etwas heller sein, ist hier in diesem Alter nicht mehr der Fall. Der Stiel ist ebenfalls grauschwarz bis braungrau. Er ist hier längs gefurcht und sieht ein bisschen aus, als würde er aus einem Horrorfilm entstammen. Mit diesem gekammerten, gefurchten Stiel. Der kommt vor im Mischwald, gern an Wegrändern. Er ist ein Folgezersetzer und man kann ihn finden von Frühsommer bis Spätherbst. Ja, die Grubenlorchel.